Ja, it is so feel bad for him, of course, but Es tut uns leid für ihn, aber wir machen ihm keine Vorwürfe. Wir haben die gleiche Entscheidung wie beim letzten Elfmeterschießen getroffen, weil Kepa täglich mit den Spielern Elfmeterschießen trainiert und sie wissen, wie gut er ist. Er hat einfach mehr Zeit auf dem Trainingsplatz, um das zu tun. Edu spielt einfach mehr. Jeder weiß, wie gut er ist, wie schwierig es ist, gegen ihn zu schießen, und das hat eine große Rolle dabei gespielt, wen wir heute ausgewählt haben. Leider konnte er keinen Elfmeter parieren. Ihre Elfmeter waren brillant geschossen, und es war ein bisschen hart für ihn, dass er derjenige war, der den einzigen Elfmeter verschoss. Aber es gibt keinen Vorwurf.